Oh, ja, oh, ja, das köchelt schön, ne? Sag mal, Junge, Timmy, du hast doch heute Morgen noch eine weiße Unterbuchse an. Ja, aber ich habe mir eine neue bestellt. Die kam mit Amazon Fast Delivery. Direkt am selben Tag habe ich mir bei bronzenpants.com bestellt und ist erst dreimal getragen. Aber riecht wie 6 Wochen. Warum ist denn die gelb? Nun weiß ich nicht. Da müssen wir den Besitzer von Bronson Camp, von Bronson Pants fragen. Bronson Camp, Ich Camp, glaube, Camp? du malst dir da wieder was zusammen, Junge. Das Sind die existiert gar Bronson nicht. Camp Pants? Ach, es gab sogar richtig durchgejoggte. Du hast doch gar keine Camperhosen an, Junge. Durchgejoggte Pants. Die mag ich am meisten. Die kannst du ja in Japan am Automaten kaufen. Ja, das ist so dein Ding, ne? Da langst du immer zu. Ich stell die auf, ey. Leichter kannst du kein Geld verdienen. Du sagst immer, du kannst auch nicht an so einem Drehautomaten vorbei, ohne dir einen Schlüpper zu holen. Das ist Ja, irgendwie. muss mal. Also so ein Schlüpper-Osterei mit Random Pant Also muss ich finde sein. sowas absolut ekelhaft. Weißt du, so auch den, so ein Schlüpperduft. Ist er industriell geworden oder wirklich getragen? Was meinst du? Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also Unilever, die stellen ja generell viele Duftstoffe und so her. Ich denke mal, so ein Abfallprodukt bei der Beefy-Produktion, weißt du, es gibt jetzt Beefy Chorizo und das, was übrig geblieben ist bei der Produktion, das pumpen die dann einfach in Unterwäsche, die sie aus dem Roten Kreuz-Container holen. Weißt du, so machen die Geld. Deswegen kriegen die auch so viel Kohle für diese getragene Wäsche. Das ist ja ultra, du kriegst ja ultra viel Oh Geld. Mann, das ist wirklich so ein Omas Rotkreuz-Schlüpper oder was? Ja, das Ding ist, Leute nehmen das für ernst. So, irgendwann wirst du mal bei Reddit unter so einem Thread, wo einer schreibt, Ich so, hab boah, ich habe mir heute eine gehört. Hose gekauft. Ich habe mir heute nur eine Hose gekauft mit richtig gutem Pant-Geruch. So, und irgendwer sagt, das ist doch industriell, das weiß ich. Hier, da gibt es einen Beweis. Quelle, trust me, Bro. Und dann schickt er so einen Link von dem Video hier, weißt du? Also Und ich dann habe sagen die, gehört, boah, dass die Rotkreuz-Unterwäsche einsammeln und die mit Beefy-Stoffen, mit so Abfallproduktstoffen anreichern und dann hast du so einen Die Schlüpper-Smell. benutzen ja diese umgekehrte Psychologietaktik, ne? Die schreiben drauf, keine Unterwäsche reinwerfen. Weißt du, aber das ist so ein Geheimcode für die Leute, die Schmeiß ein rein, bisschen. Bruder. Schmeiß rein, Brudi, wir verticken das weiter. Wir lassen das einmal durch die Pant Machine laufen. Wenn du was in die Kleiderspende gibst, wäschst du es davor oder sagst du, nee, schön used? Also ich habe schon sehr oft was gegeben, vor allen Dingen so Kinderklamotten, die dann keiner mehr haben wollte, weil die Leute gesagt haben, nee, sorry, ich habe schon 5 gelbe Säcke von meiner Oma geschenkt bekommen, voll mit Kinderklamotten. Das ist ja auch sowas, ne? Omis verschicken eher Putzlappen. Kennst du das, Und wenn sie dann ich, irgendwie diese ja. Putzlappen verschicken, wo ich mir denke, Alter, das ist voll das durchgenudelte, ist noch ein Kreuz drauf gestickt. Und ich will mir dann nicht die Mühe machen und das bei irgendwelchen Secondhand-Websites oder so alles einzeln verkaufen und einzeln verschicken und so. Und dann ist das alles aber immer gewaschen. Das ist immer gewaschen so. Also ich hole das quasi ja gewaschen aus dem Kleiderschrank dann meiner Tochter und sage, okay, das passt nicht mehr. Und dann frage ich erst im Umkreis, ne, irgendwelche Eltern, ob die was brauchen, weil die Die ja sagen auch dann, nee, pf, so viele Alter, bei Kinder uns haben quillt's oder auch so. aus allen Ecken. Ja, ist wirklich so. Wir haben Es ist Kick für wirklich uns so. entdeckt. Alter, Bigfoots Flugzeug. Alter! What? War das schon immer hier? Biggie the Fangfoot, Alter. Biggie the Fartfoot. Ey, wusstest du, dass wir bei Fasmo voll übel was verpasst haben mit der Affenpfote? Da kann man voll die Spielereien machen, ne? Die kann Voodoo-Zauber, die kann das Wetter ändern und so ein Scheiß und Menschen wiederbeleben und du kannst, also du musst sie an der Machen wir hier ein richtigen Stelle Foto? reiben. Aber Fotos bringen doch nichts. Ah, Foto, Junge. Sehr gut, ich brauche Beweise. Aber Herr Bronson, hier ist nicht mehr viel Platz auf der SD-Karte und wenn ich so durchswitche, sehe ich irgendwie nur ganz komische Bilder von Ihnen. Die brauche ich alle. Das ist Ermittlungsarbeit, Junge. Kämpferhalten, junger Camper bei Nacktmulchkontakt. Das bin ich ja hier beim Muschelbilder machen. Guck mal, hier ist ein Bild, da hast du ein Würmchen im Mund und hast den Mund offen und schläfst. Guck mal hier, Hier ist Grand ein Bild, da Village. mache ich ein Nudelbild, aber wieso steht da im Hintergrund eine große Vaselinekanne, die ist mir bis jetzt nie aufgefallen. Schaseline. Schesselochen, ey. Oh, hier habe ich eine Gasbuddel gefunden. Ich mache immer Vaselinton. Das ist so was. Vaseline-Toast? Nee, Tonen, weißt du so? Ich mache Skulpturen aus Vaseline. Oh, hier.
Luisa ist irgendwie hat einen Brief geschrieben und hat sich offensichtlich irgendwie an den Schwimmbeuten verletzt. Und hat sich auf eine Ananas gesetzt. Ananas. Eine Ananas. Heute haben wir aber auch irgendwie die Wortblockade, ne? Also Ananas würde ich aber probieren, wenn ich das irgendwo stehen sehe. Ananasnüsse, ja, willst du probieren? Eine Ananas. Weil jetzt bin ich ausgestattet, ey. Jetzt bin ich ausgestattet, Junge. Richtig schön Biffy im Maul, ne? Ich habe richtig schöne Biffys gefunden. Und hier eine Pump-Action-Party. Hast du Pump-Action? Im Gebüsch. Ja. Schöne 12er Gaugen. Schöne Großmutters alte Gauge. Schöne Second-Hand-Gauge. Schöne Second-Hand-Gaugen. Ich sage, ich weiß ja nicht, das ist, die Leute schenken sich halt untereinander immer diesen ganzen Babykram und so. Ich meine, wo deiner kam, hast du wahrscheinlich auch 100 Anfragen gekriegt von irgendwelchen Leuten, ja, die sagen, klar. Ich hab noch 40 Kilo, was brauchst du, welche Größe? Aber wir haben irgendwie auch nicht so viel gefühlt. Also wenn auch Leute sagen immer so, ey, habt ihr eigentlich voll wenig. Wir haben irgendwie so diese Bodies halt, ne? Ja, gut. Und für den Winter so ein paar haben wir dann Leggings gehabt. Und in der Phase ist ja irgendwie, du drückst ja oben eine Flasche rein und dann läuft er weg und auf einmal denkst du so, ey, sag mal. Hattest du schon immer so einen Vollbart? Ja, so bist du gewachsen, ey, was ist los? So, wo hast du den Führerschein her? Was ist so? Seit wann kannst du Autos anheben? Das ist wie bei dem Typen auf der... Oh, hier drüben ist ein Feuerwerk, aber ich habe schon ein Feuerwerk. Double Feuerwerk. Der Steckbanktester so, hey, sag mal, bist du größer geworden? Am Anfang sagen sie ihm noch, komm, leg dich hin, Kleiner, und am Ende so. Er soll ja angeblich wirklich funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Keine Ahnung, guck quasi, dann weißt du es. Geh mal da rein. Alter, die ist ja besonders rein. Oh, die ist schön. Inhalieren, Junge, du musst durch den Mund lernen zu atmen. Oh, ey, ich bin da reingetaucht und wurde teleportiert in einen goldenen Regenbogenraum. Oh, da steht noch Feuerwerk. Ja, hab ich doch gesagt. Feuerwerk, ich kann keins tragen. Wieso nicht? Hast du schon, oder? Ja, ich hab schon. Double Feuerwerk. Direkt hier so, zack, zwei Feuerwerk, haben sie gesagt. Nimm. Feuerwerk. No Damage Drop. Eine Gasbuddel, die Buddel. Ja, hier, ich hab auch den Ritzenslide gemacht. Den Wahula Ritzenslide. Den Wahula. Kann man da hoch? Nee. Das wäre natürlich geil, wenn man da oben so sitzt und Bigfoot kann es nicht zerstören. Hier der most famous Geysir ist hier. Ich würde gerne mal sehen. Ich würde ihn gerne mal in mein Gesicht sprudeln lassen. Aber das ist doch der Old Faithful Basin. Der Old Faithful Basin. Der heißt so. Unten am Basin. Wir waren doch gerade auch irgendwie am Basin Lake, da am Basin Swamp Sumpf. Ich finde mal Klondike klingt auch geil. Klondike ist auch so, ne? Ich habe hier den Klondike geclaimed. Gold das ist ja irgendein Fluss, der Klondike. Unten am Klondike. Am Klondike hab ich was gefunden, du. So er kam auf diesen Namen, Klondike. Ja gut, es ist halt so, wie sich Sprache entwickelt, ne? Guck mal, das ist so ein schräger Baum. Da gehe ich jetzt schon mal nicht lang. Ich trau mich. Achtung. Irgendwie... Nö, guck. Warte ab, bei mir hätte der zugeschlagen. Der ist nämlich auf Kinderfüße eingestellt. Ja, du hast Kinderfüße, ne? Wobei, das ist auch echt schwierig, weil ich hatte einen Arbeitskollegen... Von dem der Sohn war, der hat Handball gespielt und der war 13. Der war 13 und hatte Schuhgröße 46. Okay, und du hast Schuhgröße 42. Nur 43. Eher 43. Ja, so klein sind die jetzt aber auch nicht. Ja, aber ich finde ein 13-Jähriger, Alter, mit 46. Ich kannte einen, der war gar nicht so groß. Der war ein Meter vielleicht 91, 92, also groß, aber nicht irgendwie exorbitant groß. Aber der hatte Schuhgröße 56. Das ist krass. Als ich dem seine Schuhe damals, wir waren nämlich gemeinsam Schüler, halt im Fachabi haben wir gemeinsam gemacht. Und dann hatte ich den halt mal zu Besuch zum Lernen und chillen, weil man sich halt so kennengelernt hat. Und mir ist es davor gar nicht so wirklich aufgefallen. Und dann hat er seine Schuhe halt bei mir hingestellt. Da dachte ich mir auf einmal, what the fuck, das sind ja kleine Boote. Woher kommt das Kajak? Wieso hast du Kajaks mitgebracht? Warum steht ein Kajak in meinem Flur? Ja gut, ich habe auch früher, ne, habe ich natürlich mir immer was dazu verdient. Wir brauchen einen Code. Durch die Schuhe meiner Tochter habe ich an Peter Maffay verkauft. Ja, der hat vielleicht wirklich so, der hat wirklich so Füße.
Na, ich hab 44, 45. Wobei Peter Maffay alles schon mal vor und der hat dann so 52. Ja, vielleicht. Es gibt, ja? Wie gesagt, der war nicht wahnsinnig groß. Ich hatte einen Vorgesetzten bei der Bundeswehr, der hatte halt übelst Stress immer, weil, Wow, wow, wow. Oh, oh, lalalala. Da, guck mal, das, wir denken, das war hier Felsensturz, aber er hat Kacke geworfen von oben. Klassischer, es war kein Geröllheimer, sondern Kotheimer. Ein Big Shitty von oben, Alter. Ein Big Lady Shitty. Big Little Shitty. Ein Shitty Litty, Alter, einen ordentlichen. Nee, da geh ich nicht lang. Da geht's nicht lang? Nee, aber, nein, da geh ich nicht lang, weil der Baum wieder so schräg war. Aber der hatte halt Problem, weil der hatte auch irgendwie 56 Schuhgröße und war halt trans und hat halt keine hochhackigen Schuhe in der Größe gefunden, ne? Weil das wird halt nicht hergestellt. Alter, aber was ist auch 56? Das ist so eine irre Größe. Ich meine, ich habe 45 und einfach mal 11. Versuch mal, High Heels in 56 zu finden. Dann bist du am Arsch. Du hast als Frau musst du schon Probleme lassen. Mit 43 oder so hast du schon Probleme. Ja, den musst du anfertigen lassen, denke ich. Ich glaube, 56 gibt's gar nicht im Laden. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Und wenn du als Frau, sag ich mal, schon so 43, 45 hast. Selbst das gibt's eigentlich nicht im Laden, wirklich. Ja, ja. So gut wie gar nicht. In der Größe ein paar Heels zu finden, ist bestimmt nicht leicht. Tja, da muss man halt die Fersen abschneiden, so Schneewittchen. Nee, wer war das? Die Zehen. Don, nee, Aschenputtel. Aschenbrödel. Aschenbrödel. Aschenbrösel, Alter. Alter, ja doch, Aschenbrödel. Hieß es doch irgendwie auch. In einigen Fachkreisen. Schön Aschenbrödel gemacht, ne? Mein Opa hat mir gestern aber Aschenbrödel verabreicht. Puttel wäre aber auch, was ist Puttel für ein Wort, weißt du? So, du Puttel. Die kleine Puttel, ja klar, das ist, wenn man so eine kleine hässliche hat, die einem hinterherläuft. Ist das ein Puttel dann? Ich weiß nicht, ich glaub schon. Hier der Code: 0896. Was? 9680? Was? Von wo liest du, Alter? Achso, ich hab's so rumgelesen. Ich hab von der anderen Seite. Ja, guck mal, es ergibt auch Sinn, irgendwie 0896, wenn es so leicht vorbeigeht. Ich hab ja nicht so genau drauf geguckt. Okay. 9680. Oh Mann. Ja klar, mein Aschenbrödel. Der Brödel ist wieder hier. Du sag mal. Sag mal, schon Brödel wieder gesehen. Ah jo, klar. Hast du einen Brödel-Gsänger? Hast du einen Brödel-Gsänger? Ah jo, hätt ich Gsänger, der Brödel. Hieß nicht Brösel, der von Werner? Ja. Brösel, Alter. Der war gut. Du sag mal Brösel. Aber der macht auch nichts mehr, ne? Der macht ja komische, der macht ja diese Wacky Races, macht der ja. Ja gut, der hat dann auch so seine Veranstaltungen in dieser Bubble, sag ich mal, ne? Aber so richtig Werner und so, ne? Die Zeiten sind vorbei, das kannst du nicht mehr, ne? Das ist vorbei, das ist ja heutzutage, da würden sie ja die Kinder aufregen. Ja klar, überleg mal, du würdest heute, wie gesagt, hatten wir ja auch schon mal das Thema, so wenn du heute noch einen Erkan und Stefan, so, es wird heute nicht mehr gehen. Nee, Handtücher um den Hals zu schlingen, das ist heutzutage auch echt... Kulturelle Aneignung, ne? Das kannst du nicht bringen. Wollte ich sagen. Du hast dir kulturell aber ganz schön was angeeignet, du. Ja, ne, das ist... Generell, du bist immer Zwickmühle, egal wie. Ne? Darfst ja auch heutzutage als Deutscher zum Beispiel, wenn du jetzt ein Deutscher wärst, dürfst du auch keine Thai-Küche aufmachen. Wenn der irgendwie sagt, ich war 3 Jahre in Thailand und hab ja die Küche irgendwie studiert. Kennst du diesen Clip mit diesem... Wo die Frau sich beschwert von wegen, weil so ein weißer Amerikaner irgendwie verkauft dann so Tacos... Und dann sagt sie so, ja, das ist kulturelle Aneignung und so, das darfst du gar nicht und sowas. Und dann sagt er, ja, du darfst keinen Foodtruck aufmachen und so. Und das ist ja auch nicht meiner. Ne, so mein Kumpel, der den aufgemacht hat hier, der Chef kommt ja aus, ist ja quasi Immigrant. Und dann dreht der Typ sich so um und ist so ein Koreaner, den dann so auf Koreanisch so, weißt du, dann ja, okay, ich arbeite ja schon, weißt du. Und sie guckt dann und dann ist sie völlig verwirrt, so. Aber findest du, man dürfte das nicht, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich hab voll Bock. Ja, aber darf ich es jetzt als deutscher Weißer, darf ich es nicht, aber dürfte ich es denn als Koreaner? Also dürfte ich als Koreaner einen Taco-Truck eröffnen? Ja klar, nur als deutscher Weißer. Nee, kulturelle Aneignung können nur Weiße. Andere können das nicht. Okay, und wenn ich jetzt sage, ich fühle mich als Frau, eigne ich mir dann nicht auch ein Geschlecht an? Weil ich kann ja die Probleme von Frauen gar nicht nachvollziehen eigentlich, also... Das ist halt sehr schwierig, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist...
Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur gehört, dass diese eine Frau, die dann beschlossen hat, 2 Jahre als Mann zu leben, die hat doch auch so ein Buch geschrieben irgendwie und jetzt hat sie dann irgendwie committed und hat gesagt, ich mach Feierabend, hab ich kein, also ich mach Ende. Hat sie nicht ausgehalten. Mann sein halten echt viele nicht aus, weil es so einsam wäre und keiner nimmt dich mal in den Arm und man hat auch so wenig Körperkontakt und offene, ehrliche Emotionen und sowas. Ja gut, dann musst du ja halt einen Hund kaufen. Ja, aber Hunde nehmen dich halt auch nicht in den Arm, ne? Doch. Nee, die lecken dich ab. Meiner würde das machen. Ja, weil das irgendwie so ein... Nee, das, du hättest ja auch wahrscheinlich... Wie heißen die, wo sich für einen Hund halten? Wie in diesem... Ja, nein, oder wie in diesem Clip, diese Ziege, die auf 2 Beinen läuft. Weißt du, so auf einmal geht da so eine Ziege her und läuft so auf 2 Beinen und hinter ihr läuft so ein Huhn. Weißt du, so dieses, komm mit, ich geh dich opfern. Ziegen sind extrem gruselig, aber sie sind so süß. Ach, ja, also süß finde ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es auch nicht gruselig. Voll, gerade so diese kleinen im Streichelzoo. Ja gut, klein ist alles süß. Kleiner Elefant süß, kleiner Tiger süß, kleiner nackter Maulwurf süß. In meinem Stammstreichelzoo, wo ich regelmäßig bin, habe ich eine Ziege, die heißt Gordon. Durch dich so genannt oder wirklich Gordon? Ja, nein, wir haben sie so genannt. Aber offiziell heißt sie P13 oder was? Weiß ich nicht. Das Lama hat mir fast meine Freundin ausgespannt. Gibt so ein Foto, wo er mich voll böse anguckt und sie. Was war das? Irgendwas hat mich eben gerade auch voll böse angeguckt. Wir sollten hier noch zur Hütte zurück schnell. Weil it's dark. It's Bigfoot time. Die Sterne stehen Bigfoot. Es sind voll. Das sind übertrieben Sterne so ein bisschen, ne? So ein paar Lichtlöcher könnte man da schon mal reinmachen. So ein bisschen Dunkelheit könnte man da schon mal reinmachen, ne? Die Nacht macht mich blind. Ja, aber in so hellen Nächten... Ist das so eine künstlich erzeugte Kreis-Industry-Tier-Blind-Macht-Nacht? Ja, ja. Voll der Zungenbrecher. Kreis-Industry-Tier-Blind-Macht-Nacht. Tier-Blind-Macht-Nacht. Ich krieg aber immer öfter schon... Bewerbungen für Tierblinder. Ja, ich möchte professioneller Tierblinder werden bei dir. Du Kreis, ich mach das jetzt seit 12 Jahren. Boah, was ist das? Alter, was ist das hier? Ist irgendwie der Donner. Der alte Faith pullt sich da aus. Boah, Explosion, der alte Faith Fully. Der alte Faith Fully, er hat dich geblindet. Ich glaub, der blindet by the light. Verschwinde hier. Der Alter. Jobclown, hast du das gesehen? Das war ja richtig wild. Er hat irgendwie so ein Wild Herb. Erst Erdbeben. Ein Erdbeerbeben hat er verursacht. Boah. Was war denn das? Der wollte sich bewerben als Tierblinder. Ich denke, Phil Fully ist ausgebrochen. Steckt nur eine Schaufel. Wen hast du denn? Der Filthy Phil. Der Philadelphia Filthy Phil ist ausgebrochen. Ein Philly Feet Steak wollte er machen. Er hat das irgendwie falsch gelesen und jetzt will er unbedingt Fußsteaks. Der Old Footy. Ja, der hat auch so ein Werkzeug entwickelt, ne? Wie der hier dieses, kennst du das, womit man früher so Bäume entrindet hat? Das in klein, für die Haxen von Menschen. Und dann wird er, entrindet der Menschenhaxenhaut. Ja, ja, die immer so scheibchenweise, ne? Und dann schön salzig aufgebraten. Ein Boy Sweat natürlich. Boy Sweat Fat ist die neue Dings, ne? Ich glaube, aus Menschenhaut kann man echt so geile kleine Chips machen, weißt du? So Knabberchips, wenn man die schön frittiert und gut würzt. Weiß ich nicht. Gibt doch auch so Leute, die so. Hier so. So Influencer-Projekte von Menschen, die haben sich dann irgendwie ein Stück Fleisch aus sich selbst rausschneiden lassen von Ärzten und haben das dann quasi gegrillt und probiert. Total, also wenn du sowas machst, hast du echt keine Probleme im Leben. Ja, das ist die pure Form der Dekadenz, finde ich. Dann bist du schon deep im Game, Alter. Ganz zu tief drin. Du würdest ihm natürlich direkt einen Job anbieten. Das wäre so deine Reaktion. Als ich das gehört habe, habe ich dem jungen Mann indirekt. Aber ja, mehrere solcher Menschen. Du bist quasi schon überqualifiziert. Was sagen Sie dazu, Herr Kreis? Möchten Sie einen Job, war meine Antwort. Ja, also ich denke, wenn ich jetzt ein Influencer-Netzwerk gründen würde unter dem Namen Kreis Industries, würden einige Leute freiwillig, also, ne? Ja klar, weil ich habe gehört, aus da ist Ziegenopferung und Menschenfleischverköstigung, das klingt gut. Dann dazu macht man Tiere blind, indem man die Gestirne manipuliert. Gestirne. Kreis Industry, Herr der Gestirne. Heute Abend lade ich ein zu Soiree de Goat.
Wir werden heute in einem kleinen Kreise eine Ziege opfern und davor ein paar Tiere blind machen mit Säure. Gordon Ramsay arbeitet dann in der Küche und bringt so die Teller zurück und sagt so, hier, das muss in den Müll. Warum? Das ist, der Kunde hat gesagt, das Tier war ihm vorher nicht blind genug, das schmeckt man raus. Blinde Tiere schmecken halt anders, ne? Muss man einfach sagen. The blind flavor ist halt, wenn du den einmal geschmeckt hast, kannst du nie wieder zurück. Hast du mal den Film Fresh gesehen auf Disney Plus? Nee. Guck dir den mal an, das ist ein krasser Film. Weiß ich nicht. Guck du erst quasi, dann. Nein, wir gucken Kreuz. Ich quasi, du Fresh. Weil wird dir gefallen. Geht zum Kannibalismus, aber auf so eine coole, funky Art. Ich mochte den echt gerne. Was war das denn für ein Geräusch? Bison. Ich bin auf den Bison getreten. Ach so, Alter. Ich dachte schon, was kommt denn jetzt hier, Alter? Ja, hier im Yellowstone, da gibt's nicht nur Kevin Costner, sondern auch Bisons. Kevin Koksner? Kevin Koksner. Kevin Koksnasner. Kevin Koksnasner. Tod durchs Nasner. Er ist gestorben an zu viel Weißes in der Nase. Das war auch letztens so geil, irgendwie so ein Bild von so einer Frau, die halt viel Kraftsport macht, weißt du, so übelst die fetten Oberschenkel, übelst muskulöse Arme und so, weißt du. Und dann der Top-Kommentar darunter war tot durchs Nusnu. Klar, die reibt dich auf. Das hast du eigentlich so hier Maschinengewehr-Munition? Wieso, haben wir schon Maschinengewehr? Ja, ich hab schon eins. Welche ist das? Die 556er, ne? Ja. Ja, hab ich. Gebe ich dir. Alter, richtig gut sogar. Na, tot durch Snoo-Snoo. Ist halt auch Kult, ne? Ja. Wieso hast du damit ein Problem? Bist du etwa schwul? Wie er das aber auch sagt, irgendwie so, ne? Ja, also kommen jetzt nicht sogar neue Folgen davon? Sollen nicht neue Folgen kommen? Ist schon da, eine ganz neue Staffel. Echt? Soweit ich weiß, auf Disney Plus. Doch, auf Disney Plus kriege ich immer Werbung. Aber dann sage ich immer, hab keine Zeit. Sagen immer, guck mal wieder ein bisschen, chill doch mal. Aber ich sag dann immer, ich hab keine Zeit. Kinder wollen Spider-Man. Sollen wir da nicht mal hochrutschen? Was ist denn da? Ja, aber guck mal, da unten ist ja auch noch irgendwie was. Ne? Aber hier ist so ein Nippel. Oh, hier ist doch diese Brücke, an der wir damals zum ersten Mal seinen Brückenhass gespürt haben. Aber ich überlege, wie die 1-0er von dem Spiel noch aussah, ne? Ja, klar. Aber guck mal, hier unten ist auch noch ein Nippel, der Schluchtnippel. Ich denke, hier wird sein Ritualplatz irgendwo sein, oder? Ich weiß nicht, da unten geht's auf jeden Fall nochmal an Lake. Doppelnippelzange, so die Hummerschere da. Das ist ein... oder ein... eine Schnecke. Fühler in beide Richtungen, weißt du? Ja, so ein bisschen snaily ist es schon. Oh, die Nacht wird hart dunkel hier im Yellowstone. Ja, hier wird's ultra hart dark. Alter, hier der riesige See. Der riesige See? Hast du gesehen, es gibt jetzt Flughafensimulator mit Multiplayer. Was? Hm. Na krass. Kannst du Gepäck abfertigen? Da muss man aber ran. Wir beide so als, wie hier, Ding, nicht Little Britain, Simulator? Sondern das andere, wo sie dann so zum Airplane. Die sind ja auch überall, du kannst auf Amazon, kannst du Little Britain nicht mehr kaufen oder gucken. Das ist wirklich geblacklistet. Ja. Aber warum, Mann? Das war nie rassistisch. Das war nie rassistisch. Das war Satire und Comedy. Nicht in Amerika. Nee, in Deutschland ist es ja geblacklistet. Ja. Ich weiß nicht, ob es international so ist, keine Ahnung. Aber du kannst es nicht mehr kaufen. Ich wollte es letztens nämlich mal wieder angucken. Da habe ich geguckt, ob bei Netflix, Amazon oder sonst irgendwo das ist. Ist es nirgendwo mehr? Da wollte ich es mir kaufen. Selbst das geht nicht mehr. Das ist schon krass. Weil ich habe Little Britain, fand ich immer extrem nice. Das war lustiger. Ja, auch Mad TV würde ich auch gerne mal wieder schauen. Ja, aber das ist auch verboten. Alles verboten. Geblacklistet. Zu krasser Humor. Spishek ist ja eigentlich auch Kreis Industries, da kam mir die Inspiration her. Als kleiner Bub hat er Mad TV geguckt und hat gesagt, so eine Firma werde ich in echt gründen. Ja, also solche Sachen können schon dieser verboten, Weg doch ist nicht mal auf der Karte verzeichnet. Hier. Alter, der geheime Mysterion-Weg. Na gut, Leute, aber wir sind auch erstmal durch mit Bigfoot und sehen uns wieder in der nächsten Biggie-Biggie-Folge. Hashtag Biggie-Biggie in die Kommentare.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.